Ja, man kann ganz klar Ja sagen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, 1 € Bundeszuschuss führt dazu, dass der Staat insgesamt 1,70 € mehr an Beitrags- und Steuereinnahmen hat. Das liegt unter anderem daran, dass die energetische Gebäudesanierung besonders arbeitsintensiv ist, dass von der energetischen Gebäudesanierung überwiegend heimische Handwerksbetriebe profitieren. Beides führt dazu, dass die gesamtwirtschaftliche Binnennachfrage gestärkt wird. Und zuletzt ist es so, dass die KfW-Gebäudesanierungsprogramme private Investitionen mobilisieren. Es ist so, dass 1 € Bundeszuschuss in etwa Investitionen von insgesamt 5 € im Bereich der Gebäudesanierung auslöst. Wird denn die energetische Sanierung ausreichend gefördert? Nein, unserer Auffassung nach wird die energetische Sanierung nicht ausreichend gefördert. Hier liegen viele Chancen und Möglichkeiten, um den Klimaschutz vorwärts zu bringen und um auch die Beschäftigung am Bau vorwärts zu bringen. Ganz aktuell ist es so, dass wir die bevorstehende Kürzung im Bereich der energetischen Gebäudesanierung um etwa 1 Milliarde € im kommenden Jahr ablehnen. Dies ist ein Offenbarungseid für den Klimaschutz und eine Bremse für den Bau.